wir jetzt hier ein letztes Ceiling gesetzt haben, dass wir hier rüberlaufen können, dann können wir sagen, das war heute eine Mammutaufgabe. Diese Rampe sieht schon sehr beeindruckend aus, wenn man von hier aus guckt. Hammer. Oder nicht? Ja. Und endlich haben wir mal eine vernünftige Rampe hin. Das geht. Ui. Möchtest du hier gerne Rampen rauf haben? Ich habe welche. Oh, vielleicht kriegen wir das ja so zugepflastert, dass es drüben auch passt. Aber so kommst du hier nicht hoch. Springen. Oder willst du dich hier ansetzen an den Dingern? Weiß nicht. Schon weit weg mit zwei. Aber da drüben, wenn ich den tiefer setze, könnte ich unter die ersten setzen. Ist ja mehr oder weniger nur ein Schätzen, dass es passt. Hast ja leider keinen irgendwie richtigen Abstandsmesser in Metern oder irgendwie sowas, weißt du? Wenn es passen würde. Ich könnte auch jetzt eine Foundation hier ransetzen. Direkt dran. Alle drei. Und danach habe ich schon wieder keine Mats. Moin, ne? Jetzt fehlt dann hier noch eine Lücke. Ich sag mal, das könnte man eventuell mit drei Rampen machen, dass man diesen kleinen Abstand aufhebt. Gut, kein Problem, ich hole.
Das war nur geschätzt, wirklich nur mit dem Auge geschätzt. Und das ist recht, dafür, dass es freihändig ist, recht gut bündig. Ja, ist doch in Ordnung. Hier hinten muss auch noch irgendwas passieren. Hier hinten kommt es ja auch. Das hier. Ist eine üble. Ich komme mit den Rampis. Ja, ich muss erstmal wieder los, weil mit zwei Foundation kommen wir nicht weit. Es wird leider nicht überbrückt. Nicht ganz. Wäre so. Och, die kleine Karte merkst du gar nicht. Also wenn du als Mensch ohne Probleme rüberlaufen kannst, dann werden die Tiere da gar kein Problem haben. Rampen richtig ranzusetzen, ist auch eine Kunst für sich. So. Uiuiui. Ui, ui. Da sehe ich aber noch ein Problem. Ja, Lösung. Denk, du hast keine Mats mehr. Ja, ich habe auch gerade gesehen, warum ich auch die auch immer noch herstellen kann. Ah, durchs Fiverr, weil ich vorhin kein Fiverr hatte, deswegen ging es nicht. Ach so. Ich hatte ja eben nochmal Fiverr geholt und jetzt geht's wieder. Das ist doch super. Wenn wir jetzt hier letztes Ceiling gesetzt haben, dass wir hier rüberlaufen können, dann können wir sagen, das war heute eine Mammutaufgabe. Das war heute echt heftig. Ja, es gibt hier keinen. Jetzt wird es knifflig, es gibt keinen Punkt für eine Dreier. Will er nicht andocken oder was? Nee. Was ist, wenn wir stattdessen hier über die kleinen Eisschollen gehen? Aber das ist auch scheiße. Ihr sagt dann jetzt oder was? Ne, ja genau. Und wenn du von der anderen Seite kommst? Will ich es probieren. Dann baut da, sag schon, ein Dingsbums hier eine richtige Foundation, damit es erhöht ist. Soll ich höher kommen?
Ja, dass wir zur Not überlappen können. Also schon nah dran an der Kante, ne? Damit wir so wenig wie möglich Platz haben, also Abstand hier haben. Und jetzt mal versuchen, einigermaßen mittig zu kommen. Aber es ist auch nur ein Raten ungefähr. Fast. Komm, ein nur. Schaffst du. Checker. No Swap Point. Links, rechts geht, aber ich kann nicht in deine Richtung. Machst du es mit Ceiling oder mit Foundation, was du gerade hast? Ja, ich sehe es gerade. Falsche Taste. Eine Foundation wird dort nicht funktionieren. Geh mal einen Schritt zurück, bitte. So würde das dann aussehen. Ja, egal, worum es so geht. Weil wenn ich die Foundation noch weiter nach hinten ziehe, wird es noch höher. Ja, okay. Und weiter vor geht's ja nicht, ne? Ne, ist schon so gut. Sonst kriege ich die links und rechts wahrscheinlich nicht dran, weil die sind ist ja hier schon mit einem Fuß im Wasser. Ja, dann mach. Probieren. Außerdem, wenn wir das jetzt aus Holz dann bauen, sieht sie eh noch mal ein bisschen anders aus. Nicht so. Weißt du, wird es ja, eh noch ein bisschen tiefer. Von der Optik. So, da noch und dann. Tada! Jetzt sieht es doch gar nicht mehr so schlecht aus mit der kleinen Stufe. Ja. Juhu! Endlich drüben! Nach wie vielen Stunden? Warte, ich guck mal auf die Uhr. Es ist jetzt 1.05 Uhr. Da sind 12 Stunden, Uli. 12. Ich denke, wir müssen das noch auf Holz umbauen. Aber nicht mehr heute. Wolltest du gerade was sagen? Nee. Ich schlage sogar vor, dass wir uns hier ausloggen, morgen dann hier einloggen und dann den Rest hier alles aus Holz noch ausbauen. Ach, schade, hier kriege ich keinen Punkt. Hätte gut gepasst, ne? Ja. Aber es. Warte mal, hier steht. Flat Ceiling ist unstructable. Aber der links auch zu hoch ist. Das da. Wenn das eventuell. Im Weg. Und wenn das eventuell als links ist? Als. Na sag schon. Als. Foundation? Ich weiß nicht, ich glaube, da ist zu viel Wasser. Nee, es ist die Foundation, die da unter ist. Hier? Oder was? Ja. Mach weg, wenn's geht. Nee, dann fällt ja hier die Brücke, auf der ich stehe, zusammen. Das ist die einzige, die es hält. Haben wir hier halt ein kleines Loch drin. Können wir leider nicht ganz ändern.
müssen uns halt auch der Natur anpassen. Beziehungsweise der Entwicklung. Was austauschen mit Holz. Oder soll ich noch einen Moment warten? Wenn du willst, kannst du hinten schon anfangen. Jetzt habe ich keine Mats mehr, um den Rest auszutauschen. Was puckelst du denn jetzt noch? Ja, ich habe hinten noch die ein bisschen ebener gemacht. Nimmst du Money mit rüber? Dann hole ich mal meinen von der Rampe. Jetzt zurückfliegen, wozu? Wenn wir hier morgen den Rest machen wollen, oder?